Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Wie ihr seht, gibt es auf den letzten Tagen kein Video von mir. Das liegt aber daran, dass ich derzeit einfach keinen, so wie ihr sehen könnt, PC habe. Da ist natürlich alles da, also das Netzteil und so. Aber ich habe keinen PC, weil der PC in der Reparatur ist, zum zweiten Mal, glaube ich. Ja, du sag mal. Mittlerweile bin ich dann schon so weit, dass ich dann sage, wenn er es beim nächsten Mal nicht geht, funktioniert, dann schicke ich den wieder zurück. Ich habe ja dieses Minecraft Bedwars mit dem neuen PC schon gedreht und da habt ihr ja gesehen, dass ich nur, glaube ich, 20 FPS hatte oder so. Schon dafür, aber ich wollte das Video unbedingt raushauen. Da seht ihr meinen unaufgeräumten Schreibtisch. Mein Audio-Interface sowie mein Mikrofon und Mikrofonständer. Das ist Rode 1 NTA und das ist das Steinberg UR22. Ja gut, wie es dem auch sei. Ich hätte auch eine Bitte und eine Frage an euch. Kennt ihr, sage ich mal, gute Online-Shops, wo man den PC selber konfigurieren kann? Und sollte auch eine Möglichkeit, 32 GB RAM möglich sein. Ich wollte für den neuen Rechner jetzt nicht unbedingt mehr als 1300 ausgeben. Auf jeden Fall schreibt mir mal so die Seite, sag ich mal, ich weiß nicht, ob ihr GameMachines.de kennt und was das für eine Firma ist, keine Ahnung. Scheint auf jeden Fall eine gute zu sein. Vielleicht hat da einer von euch schon mal da bestellt. Wäre schön, wenn ihr das mir in die Kommentare reinschreiben könntet. Ja, wie geht es jetzt weiter mit dem Kanal? Ich werde jetzt Ende der Woche oder Mitte der Woche eventuell meinen PC wieder haben, wieder kriegen, ich hoffe es. Aber sag ich mal, allerspätestens Mitte, Anfang nächste Woche. Und da wird es natürlich auch wieder Videos geben. Das wird ein Stress für mich sein, das alles irgendwie zu drehen, also zu aufzunehmen und zu schneiden und zu rendern. Und hochzuladen natürlich. Aber das werde ich schon hinkriegen. Dann geht es weiter mit Ender Games, Survival Games, Watch Dogs natürlich und Wolfenstein The New Order. Und Assassin's Creed 2, genau, habe ich schon fast vergessen. Altes Live, Stichpunkt Altes Live. Unser Server, auf den ich immer gespielt habe, ist bekanntlich leider offline. Und jetzt suche ich nach einem neuen Server. Wenn ihr einen guten Altes Live-Server habt, dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Das würde mich auch mal interessieren. Und ja, das war es auch schon mit dem kleinen Infovideo. Wobei, Infovideo ist schon fast 5 Minuten lang. Aber gut, Leute, wie es dann, wenn euch dieses Infovideo gefallen hat, ich wollte euch mal unbedingt auf dem Laufenden halten. Nicht, dass ihr fragt, hat der Markus keinen Bock mehr auf YouTube oder so? YouTube? Nee, also ist schon vorhanden, allerdings wie gesagt, ohne PC kann ich nicht aufnehmen. Hier bin ich gerade am FIFA spielen, wie ihr sehen könnt. Das ist meine Beschäftigung nebenbei. Aber wie gesagt, das geht ja auch, könnte ich natürlich auch aufnehmen, aber bringt derzeit nichts ohne PC. Ja, wir sehen uns dann bei den nächsten Folgen. Keine Ahnung, was da als erstes rauskommt. Achso, und Minecraft Forever geht natürlich auch weiter. Der Welt, der hat im Moment kein Internet. Der hat zwar jetzt inzwischen mittlerweile, glaube ich, hochgeladen, aber von seinen Kollegen aus, aber selber hat kein Internet. Damit geht es dann auch weiter, wenn er wieder Internet hat. Er hat einen Rechner, aber kein Internet. Ich habe keinen Rechner, aber Internet. Läuft für mich. Läuft für uns. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Tschüss.